Ja, Leute, ich bin's wieder, euer DSD Steve. Zurück zu Krieg der Einhörner. Ich habe heute das Spiel nochmal mit einem Kumpel gezockt. Und also wieder bis zu dem Punkt, wo wir am letzten Part aufgehört haben. Und da sind uns noch ein paar Sachen aufgefallen. Und die möchte ich ganz gerne mal zeigen. Das bin ich gerade auf einem etwas älteren Spielstand. Ja, hier haben wir die Quest mit dem Kind noch nicht erledigt. Und tatsächlich hat die Map noch ein paar andere Probleme, die ich ganz gerne mal zeigen möchte. So, ja, Dialog ist zu Ende. Und zwar, der Teddy ist hier oben noch gar nicht. Aber später ist der oben. Und hier gibt es auch extreme Probleme mit den Begehbarkeiten. Also man kann hier teilweise auf Wände drauf gehen. Hier sieht man das, da sieht man das. Schon ein bisschen seltsam. Und ein ähnliches Problem gibt es noch an einem anderen Ort. Und zwar hier oben. Wenn man... Ja, wir gehen jetzt mal in unser Haus rein. Bekommen wir jetzt noch einen kleinen Dialog. Und zwar hier. Ja, hier kann ich auf einmal aufs komplette Haus drauf gehen. Da ist irgendwie auch ein bisschen was schief gelaufen bei den Begehbarkeiten. Aber gut, würde ich sagen, laden wir das Spiel. So. Das wollte ich nur mal kurz zeigen. Das sollte unbedingt nochmal ausgebessert werden. Mit dem Begehbarkeitsproblem. Wenn wir jetzt übrigens hier F12 drücken würden, würde jetzt das Spiel crashen. Ich mache es deswegen mal nicht. Also irgendwie, ab und an macht die F12-Taste Probleme. Das ist natürlich auch etwas ungünstig. So. Außerdem habe ich von euch noch gesagt bekommen, dass man teilweise gelbe Kräuter aufsammeln kann. Also das jetzt zum Beispiel kann ich nicht aufsammeln. Aber hier ist irgendwo eins. Das hier kann ich aufsammeln. Das ist eine Stumm-Lilie. Ich denke mal, die heilt dann stumm. Genau. Das heißt, ich werde nochmal versuchen, alle Kräuter anzusprechen und mal gucken, was wir davon mitnehmen können und was nicht. Es ist ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil zum Beispiel hier über die weiße Blume kann ich drüber laufen, aber hier über die blaue zum Beispiel nicht. Also mir ist nicht so ganz klar, wann kann ich wo drüber und wann wo nicht. Beziehungsweise, was kann ich aufsammeln, was kann ich nicht aufsammeln. Deswegen gucken wir jetzt am besten nochmal auf die Map davor, ob wir da vielleicht irgendwas übersehen haben oder so. Denn ich möchte natürlich schon, wenn möglich, alles mitnehmen. So, hier sind nur diese Blumen. Scheinbar nur das eine Kraut gewesen, oder? Ja, scheinbar nur das eine Kraut. Na gut. Dann geht es aber weiter in der Story. So, hier im Osten. Genau. Ist ja hier jetzt den Nebel. Okay. Ob wir nochmal hier mit sprechen müssen? Oh ja, sie hat sogar direkt schon stehen. Hier ist der Nebel am dichtesten. Was hat dieser Nebel bloß zu bedeuten? Aber wie? Ich brauche eure Hilfe. Ich stehe euch zu Diensten, ihr wertes Einhorn. Ihr müsst nicht auf die Knie fallen, ihr werte Priesterin. Wir sind zwar die Kinder Monikans, aber wir sind dennoch keine Götter. Ihr seid noch nie einem Einhorn begegnet? Nein, das ist das erste Mal. Ich bin vollkommen überwältigt und... Obwohl ihr... Wie bitte? Okay. Also, ich habe hier mittlerweile eine Vermutung. Ja, ich habe mir das Intro nochmal angeschaut. Und für mich ging das mittlerweile immer mehr so, als wären wir der Gott, der damals die Einhörner quasi ausgewählt hat, Nachfolger zu werden. Also der Gott, es hieß ja auch, dass ein Gott
wenn er diesen Gottheitsschlaf macht, sein Gedächtnis verliert. Und wir haben ja ganz protagonistisch auch unser Gedächtnis verloren. Es würde dazu passen, wenn wir jetzt diese Gottheit wären. Und jetzt dieser Spruch von dem Einhorn, na, verdichtet doch diese These so ein bisschen. Schon gut. Ich kann leider nicht lange bleiben. Meine Zeit hier ist begrenzt und ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Einen Auftrag? Ich muss ein wichtiges Medaillon beschaffen, das sich in der Obhut eures Tempels befindet. Wahrscheinlich hat man dieses zerbrochen, um es besser verstecken zu können. Jedoch ist es golden und seine ursprüngliche Form ist ein Kreis. Ich glaube nicht, dass ich so etwas jemals gesehen hätte. Bitte findet die beiden Teile. Ich bitte euch. Warum die beiden Teile? Woher weiß das Einhorn, dass das nur zwei Teile sind? Also, es meint ja, es wurde wahrscheinlich zerbrochen, aber zerbrochen kann viel bedeuten. Das können auch sechs Teile sein. Oder es wurde gar nicht zerbrochen. Also, hat das Einhorn irgendwie Dreck am Stecken oder wurde das nun nicht bedacht? Also, eins von beiden. Ich bin auf jeden Fall gerade ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich werde sie sehr gerne für euch suchen gehen. Ich danke euch. Du hast den Quest Hilferuf erhalten. Okay. Questbuch, Hilferuf. Finde die zwei Bruchstücke. Linkes Bruchstück und rechtes Bruchstück. Also ich finde es ein bisschen seltsam. Na gut, dann gehen wir einfach mal zum Tempel. Und schauen, ob wir einfach so die Bruchstücke finden. Oder ob das komplizierter wird. Hätte ich natürlich gewusst, wenn wir nochmal zurück müssen, hätte ich natürlich erst jetzt die Map abgesucht nach Kräuter. Aber gut, das konnte ich ja nicht wissen. So, das war noch nicht der Tempel. Beiseite, Hase. Hier ist der Tempel. Die Frage ist halt nur, wo sollen die sein? Na, die können jetzt überall sein. Okay. Irgendwo hier im Tempel. Ah, jetzt dürfen wir auch hier nach links gehen. In Ordnung. Das hoffen wir nämlich vorher nicht. Hier liegt die frühere Hohepriesterin Meridia. Meridia? Das klingt nach Super Metroid. Das klingt nach Super Metroid. Und sie war die Mentorin von Hohepriesterin Helena. Achso, was mir auch noch aufgefallen ist, mir ist ja der Name Ipuku bekannt gewesen. Und jetzt weiß ich auch woher. Das hat nämlich was mit Afrika zu tun. Ich frage mich, warum hier ein afrikanischer Begriff gewählt wurde. Ich hoffe doch, dass es dafür noch irgendwann eine Begründung gibt. Ich meine, das ist ja, denke ich mal, kein Zufall. Ich meine, den Begriff gibt es ja in der echten Welt. So. Dürfen wir jetzt nach oben? Nein, wir dürfen nicht nach oben. Hier dürfen wir auch nicht hin. So. Ich meine, ob das hier ist? Die sollte mal jemand aufräumen. Frage ich mich, wo wir hin müssen. Da ist der Friedhof. Okay, wir können mit Fenster interagieren. Dort hinten im Wald ist doch jemand. Ich kann sie kaum sehen. Was muss sich um Menschen handeln? Nun, sie benutzen die öffentliche Raststelle, also werden sie vermutlich Reisende sein. Sie scheinen über irgendetwas zu reden. Naja, von hier drin kann ich sowieso nichts hören. Ich sollte lieber mal nach Hause gehen. Warum?
Wir wollen das Medaillon suchen. Warum sollten wir nach Hause gehen? Sollten wir nicht versuchen, jetzt eher dahin zu gehen? Hä? Okay. Von hier aus kann ich den großen Wald sehen. Wir sollen nach Hause gehen? Warum? Ich denke... Okay. Ich denke nicht, dass wir nach Hause wollen. Aber... Ich meine, wir wollen doch das Medaillon suchen. Na gut, wenn wir nach Hause gehen sollen, dann gehen wir nach Hause. Ich verstehe nur nicht gerade, warum. Um ehrlich zu sein. Aber okay, dann machen wir das mal. Dann gehen wir nach Hause. So, und wollen wir jetzt schlafen oder wie? Ich kann es jetzt nur irgendwie erahnen. Ich sollte erst noch dem Einhorn helfen. Ich habe es ja versprochen. Also wenn wir nicht nach Hause. In Ordnung. Ich muss sagen, ich bin gerade etwas irritiert. Weil... Also ich meine, auf der einen Seite wird mir halt gerade gesagt, ich sollte dorthin gehen. So, ich möchte die Medaillons suchen. Jetzt wurde mir aber gesagt, ich soll nach Hause gehen. Na gut. Dann schauen wir nochmal hier rein. Und suchen. Vielleicht hier? Ich sollte nach Hause gehen. Nein? Wir wollen nicht nach Hause gehen. Ich soll das Medaillon suchen. Questbuch? Tempel des Monikern. Finde die zwei Bruchstücke. Nichts mit nach Hause gehen. Okay. Die Frage ist, wo könnten die sein? Diese Engelstatuen. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Okay, das ist auch nicht. Ich meine, das Problem ist, die können jetzt ja überall sein hier am Tempel. Ha? Also wirklich überall. Und wir wollen ja auch nicht überall hingehen, wie in die Gebetsräume, wenn wir nicht hingehen. Schulungsraum. Aber in dem Schulungsraum haben wir jetzt auch nichts gefunden. Vielleicht gehen wir nochmal hier rein. Okay, das wollen wir immer noch nicht mitnehmen. Hier ist doch etwas. Ich glaube es nicht. Hier ist es. Linkes Bruchstück gefunden. Hätte nicht gedacht, dass es hier ist. Sowas Wertvolles ist ja einfach so eine Truhe. Okay. Na gut, dann haben wir schon mal eins gefunden. Dann interagieren wir jetzt hier mit allem. Und ich lasse es lieber hier liegen. Oh. Ja, hat jemand versucht, Landkarten zu zeichnen? Wir haben das doch hier schon untersucht eigentlich, ne? So. Ja, ja. Feuerzauber erlernt. Wir haben doch damit schon mal gesprochen, oder? Super, wusste gar nicht, dass es so einfach ist. Vielleicht hätte ich auch beim Unterricht einfach besser aufpassen sollen. Haben wir nicht mit dem Buch schon mal gesprochen? Oh, dann habe ich das tatsächlich nicht getan. Na gut, dann haben wir jetzt einen Feuerzauber gelernt. Dann habe ich ihn wahrscheinlich übersehen, den Feuerzauber. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal in meinen eigenen zweiten Part reinschauen. Ich glaube, im zweiten Part war es. Dann habe ich das Feuerbuch übersehen. Sag ich einfach mal. Oder schreibst du mal in die Kommentare. Konnte ich jetzt erst damit interagieren? So, jetzt ist natürlich die Frage, wo der zweite ist. Hier in so eine Blume? Nee. Vielleicht hier links auf dem Friedhof. Ich meine,
Ja, hier liegt die frühe Hohepriesterin. Hier ist es auch nicht. Auch nicht in der Engelstatue. Okay, es muss drinne sein. Ich werde jetzt einfach alles anklicken. Wirklich alles anklicken. Und dann müssen wir es ja wohl hoffentlich finden. Nein, alles nicht. Auch nicht in den Topf pflanzen. Hier ist es auch nicht. Auch nicht. Weil ich meine, irgendwo muss es ja sein. Ne? Irgendwo muss es ja sein. Ich glaube, hier unten habe ich jetzt alles untersucht. Hier haben wir am Podest Engelstatuen. Nein. Topfpflanze. Nein. War hier in den Schränken? In den Schrank befinden sich Unterrichtsmaterialien. Hier findet man allerlei Kräuter, Fionen und mehr, um Tränke zu brauen. Ha. Wo soll das sein? Eine Fiole mit einem Schlafmittel. Ich weiß es gerade echt nicht. Hier ist es nicht. Weil wir nach oben dürfen wir einfach nicht. Also ich will ja nicht weiter nach oben gehen. Aber ich meine, wir wissen doch nicht, wo das liegt. Das kann doch genauso im Gebetsraum liegen. Warum will sie ja nicht in den Gebetsraum gehen? Oder in die Schlafsee? Das kann doch überall sein. Aber wir dürfen nicht überall hingehen. Ich glaube, ich muss es gleich cutten oder so. Also, ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung, wo es sein könnte. Oh, Monika, bitte gib mir die Kraft, um die morgige Prüfung zu bestehen. Und hey, Monika, kannst du mir sagen, wo das Medaillon ist? Und nach hier oben weigert sie sich zu gehen. Oder? Ja. Jetzt sagt sie, ich will jetzt nicht in die Schlafsäle. Vorhin hat sie noch gesagt, sie muss, will nach Hause gehen. Also ich glaube, irgendwas mit den Switches stimmt hier nicht ganz. Vielleicht ist es irgendwie davor oder so? Scheinbar soll sich hinter dieser Tür der Eingang zum alten Tempel befinden. Ist es auch nicht. Vielleicht hier in so einem Grab? Das Grab eines Priesters. Ich gehe nochmal ins Questbuch. Okay, der Hilferuf. Finde die zwei Bruchstücke. Linkes Bruchstück gefunden, rechts. Es gibt aber auch keinen Hinweis oder so. Okay, ich cutte mal kurz. 15 Minuten später. Wir schauen nochmal in die Questlog. Tempel des Monikan. Es ist aber nicht im Tempel. Es ist draußen. Und zwar an einem Objekt, das wir schon mal untersucht haben. Ich habe quasi jetzt einfach alle Objekte abgeklickt. Wirklich alles. Sogar die Topfpflanzen habe ich abgeklickt. Und hier ist es. Das haben wir definitiv schon mal untersucht. Da ist doch etwas. Das ist ja ein Bruchstück. Rechtes Bruchstück erhalten. Mein Ärmel ist trotzdem nass geworden. Hab dich nicht so, Hannah. So. Haben wir es gefunden. Also, das, ja, ne? Ja. Das war schon ziemlich frustig gerade gewesen, muss ich sagen, das zu finden. Dann denke ich mal, geben wir das Ganze noch ab in dem Part. So als letzte Tätigkeit. In der Hoffnung natürlich, dass wir jetzt keine lange Sequenz bekommen oder so. Wir werden sehen. So. Ja, ich habe sie gefunden. Oh, ich danke euch. Ihr habt mir sehr geholfen. Wenn ich fragen darf, was hat dieses Medaillon eigentlich für eine Bedeutung? Es ist das Höllenamulett.
Es ist von großer Wichtigkeit. Ja, kann ich euch nicht mehr verraten. Jedoch werden wir uns sehr bald wiedersehen. Also so wie ich das Spiel bisher einschätze, ist es ja ziemlich auf schwarz-weiß gemacht, ne? Und das ist ein dunkles Einhorn. Also wird es doch bestimmt böse sein. Meine bisherige Vermutung. Vielleicht ja auch nicht. Aber es würde irgendwie passen. Ich meine, Hannah wirkt schon ziemlich naiv. Und die sammelt mir einfach was für den Bösewicht ein. Ich würde ihr das aktuell zutrauen. Was meint ihr damit? Alles zu seiner Zeit. Und versprecht mir eins. Das wäre? Bitte haltet es geheim, dass ich hier war. Es darf niemand davon erfahren. Auch nicht die ehrenwerte Hohepriesterin Helena. Was aber? Versprecht es mir. Ich verspreche es, Monikan. Bei Monikan. Hab vielen Dank, Priesterin Hannah. Und hier ist noch ein Geschenk. Ein Widerstandsmedaillon erhalten. Aber woher? Und weg ist sie. Ich konnte mich nicht immer bedanken. Was hatte das alles nur zu bedeuten? Ob ich wirklich nichts der Hohepriesterin sagen soll? Nein, ich habe es versprochen. Aber ein Kind von Monikan hat mich... Das ist einfach unglaublich. Zum ersten Mal habe ich... Ich muss mich zusammenreißen. Oh, wie ich mich verhalten könnte. Mann, die Einhörner wären bloß eine Legende. Oder sage, was auch immer, so ein Blödsinn. Sie wird ganz sicher nicht das einzige Einhorn sein, dem ich begegnen werde. Ich hoffe ich zumindest. Na, sie muss doch eh davon überzeugt sein, dass sie keine Legende sind. Immerhin ist sie Priesterin der Religion. Okay, ist das nicht zum Ausrüsten? Gegenstände? Erhöht Magieabwehr um 5. Dann nutzen wir es einfach mal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir dann nicht hier beim nächsten Mal weiter. Bei was auch immer wir jetzt tun müssen. Ich meine, wir haben jetzt hier die Quest erledigt. Und wir haben aktuell keine offene Aufgabe. Ja, dann gucken wir einfach mal im nächsten Part, was wir zu tun haben. Ich war DSD Steve, würde mich mal mit den Kommentaren Daumen nach oben freuen. Tschö.